Heute sprechen wir über Karten, die immer gut sind. Das bedeutet, das sind Karten, die immer den Job, den sie tun sollen, richtig gut erfüllen. Es wird natürlich einige Formate geben, wo die Karten nicht ganz so gut sind in Relation zu anderen Karten, die ihr spielen könnt, weil vielleicht eine Handship ein anderes Deck komplett outen kann. Aber das sind Karten, die grundsolide immer das tun, wofür sie da sind. Ich gebe euch dafür einmal mit der ersten Karte ein Beispiel, das jeder verstehen kann. Das ist einmal die Karte Ash Blossom und Joy Spring. Ich habe gerade Deutsch und Englisch gemischt, das ist Absicht. Diese Karte sagt, wenn euer Gegner seiner Hand eine Karte vom Deck hinzufügen möchte, eine Karte vom Deck auf den Friedhof legen möchte oder eine Karte vom Deck spezial beschwören möchte, dann können wir die Karte abwerfen und den Effekt annullieren. Warum ist das eine Karte, die immer gut ist? Jedes Deck macht das. Das heißt, diese Karte ist immer live gegen jedes Deck. Natürlich ist der Impact in Skala zu dem Deck nicht immer der krasseste, aber sie tut immer genau das, wofür sie da ist und das in jedem Matchup. Man könnte das vielleicht auch mit Konstanz vergleichen. Das heißt, das ist die konstanteste Variante, die ihr halt habt. Ash ist gegen jedes Deck nutzbar. Und das macht die Karte zu einer Karte, die immer gut sein wird. Denn diese Sachen vom Deck Special, vom Deck Suchen, auf den Friedhof schicken, die werden wir ja in den nächsten Jahren nicht weglegen. Das heißt, das wird eine Karte sein, die wird immer gut bleiben. Natürlich gibt es Formate, wo der Gegner halt mehrmals ans Deck geht und dann der eine Ash nicht reicht. Aber das heißt ja trotzdem nicht, dass Ash schlecht ist. Es heißt nur, dass wir mit Ash noch andere Sachen brauchen, um halt den Gegner wirklich stoppen zu können. Und dann gibt es manchmal auch Szenarien wie Despia, die halt an der einen Karte komplett verreckt, weil es genau darauf ankommt, dass das Deck diese eine Karte auflösen kann. Die nächste Karte, die immer gut ist, ist einmal Solemn Judgment. Das ist eine Karte, deren Kartentext im Prinzip einfach nur Nein sagt. Also Zahl 4000, Nein. Das ist eine Karte, die ist natürlich eine High-Impact-Karte. Die hat sehr hohe Kosten. Aber sie tut immer das, was sie machen soll. Und zwar die eine Blowout-Karte vom Gegner aufhalten. Wenn wir Formate haben, wo diese eine Blowout-Karte euch komplett hops nehmen kann, ist die Karte insane. Und das heißt, sie macht das, was sie machen soll. Und dann ist sie auch immer gut. Das heißt, wenn die Karte spielbar ist, in dem Format oder ihr sie braucht, ist das immer eine gute Karte. Kann Beschwörung aufhalten und Zauber- und Fallenkarten aufhalten. Das sind zwei sehr elementare Sachen, die der Gegner machen muss. Das heißt, wenn ihr anfangt, ist Solemn Judgment eigentlich immer eine gute Karte. Wenn der Gegner nur einen Playstarter hat und es halt sehr normal zusammen abhängig ist im Format, ist halt das eine richtige Blowout-Karte. Aber auch, wenn es extrem viele dieser Blowout-Karten gibt, wie ich gerade schon gesagt habe, ist das die Karte, die das immer stoppen kann. Jede Fallenkarte wie Evelyn, jede Zauberkarte wie Lightning Storm, jedes Summon wie ein Fenrir zum Beispiel, könnt ihr damit instant einfach wegnehmen. Bevor ihr da einen richtig krassen Schaden nehmt. Und das macht Judgment zu einer Karte, die immer gut sein wird. Falls euch so eine Art von Content gefällt, lasst mir doch gerne mal ein Like dafür das Video. Dann seht ihr in Zukunft auch mehr von meinem Content. Die nächste Karte ist eine Kartengruppe. Und die kann man einfach nicht trennen, weil die an sich alle das Gleiche machen. Und das sind einmal Kaijus. Ich nehme jetzt hier einmal Gamesil als Beispiel. Grundsätzlich machen Kaijus jetzt nichts Weltbewegendes. Aber Kaijus machen das, was sie machen, immer. Und zwar ein Monster vom Gegner outen. Egal was das für ein Monster ist, Kaijus outen das immer. Das heißt, wenn ihr ein Deck spielt und ihr spielt gegen ein anderes Deck, was by the way immer der Fall sein wird, dann ist es so, dass dieses eine Monster immer geoutet wird durch einen Kaiju. Ob das jetzt reicht, ist ja pauschal erstmal egal. Aber die ist immer gut darin, genau das zu tun, die eine Karte zu outen. Es gibt natürlich ein paar Formate, wo manche Kaijus besser sind als andere. Oder Decks, wo manche Kaijus besser sind als andere. Ihr werdet in dem Finsternis-Deck, was Allure spielt, immer den Finsternis-Kaiju spielen, weil der ist halt eine inhärente Synergie mit dem Deck. In den meisten anderen Decks werdet ihr aber Sachen wie Gamesil spielen, weil es einfach der Kaiju ist mit der geringsten ATK. In Formaten wie jetzt mit Flying Reese zum Beispiel haben wir einfach den Wind-Kaiju gespielt, weil er die Barrierestatue orten konnte. Also es gibt immer wieder Kaijus, die in Formaten richtig gut sind. Und wenn ihr wirklich ein Problem mit einem Monster vom Gegner habt, Kaiju. Immer die Lösung dafür. Die nächste Karte ist eine Karte, die auf der Bannlist auf 1 ist. Aus gutem Grund. Und das ist einmal die Karte Called by the Grave.
Das ist eine Karte, die immer genau das tut, was sie tun soll. Diese Karte ist extrem flexibel. Wenn ihr nicht wisst, was Call Polygraph tut, hier mal ganz kurz die Zusammenfassung. Ihr könnt eine Karte im generischen Friedhof wählen, ein Monster, und das verbannen. Dann werden alle Effekte von Monstern mit demselben Namen annulliert. Wichtig, es ist der originale Name, nicht, wenn ihr, weiß nicht, gegen Cyberdrachen spielt, könnt ihr jetzt nicht Cyberdrachen Nova damit annullieren, weil dein Cyberdrachen im Feld ist. Das geht nicht. Aber alle Karten, die denselben Namen tragen wie die Karte, die ihr verbannt habt, werden annulliert. Für diese Runde und bis zum Ende der nächsten Runde. Was eine sehr gute Karte ist. Das ist ja auch der Grund, warum die Karte auf 1 ist. Warum ist die Karte jetzt immer gut? Es werden immer Karten im Friedhof landen. Immer. Und ihr werdet die meisten Karten, die gut sind, mehr als einmal spielen. Das heißt, logischerweise könnt ihr damit aktiv den Gegner stoppen, wenn er was machen möchte, wenn ihr Karten aktivieren könnt. Die Applikation, die natürlich am meisten aktiv ist, ist, dass die euch vor Handtraps beschützen kann, die sich als Kosten auf den Friedhof legen. Und das ist die größte Applikation und auch der Grund, warum die Karte auf 1 ist, weil wir halt mit der Karte durch jede Handtrap durchspielen können. Das heißt, wir können quasi mit Corporate eine Karte nullen, die der Gegner auf der Hand hat. Und das ist, wenn ihr First geht, so ein bisschen unfair, wenn ihr mich fragt. Aber deswegen ist die Karte immer gut. Also, ihr habt die Applikation. Ja, pass auf, dort geht's Handtrap. Ich lege die Karte auf den Friedhof und sag, die targete ich und tschüss. Ist die Karte nicht mehr aktiv. Und die ist halt extrem flexibel. Wenn ihr First gegangen seid, ihr habt die gesetzt, ist es nochmal eine Interruption für den Gegner, was halt unglaublich mächtig ist. Und die letzte Karte, die immer gut ist und wahrscheinlich sogar immer besser wird, ist einmal die Karte Foolish Burial. Diese Karte sendet einfach nur ein Monster von eurem Deck auf den Friedhof. Aber ihr glaubt gar nicht, wie viele Karten ihr nicht in eurem Deck haben wollt, sondern lieber in eurem Friedhof haben wollt. Es gibt Sachen, die triggern Effekte, wenn die als Effekt auf den Friedhof gelegt werden. Das ist Punkt Nummer 1. Es gibt Karten, die Effekte im Friedhof haben, die eure Combo starten können, weil die sich spezial beschwören können zum Beispiel. Es gibt Karten im Friedhof, die den Gegner stoppen können. Wie meinetwegen ein Token Collector zum Beispiel, das heißt, da ist Foolish auch insane. Es gibt Karten wie die Water Enchantress, die euch die komplette Brave Engine halt geben kann. Dafür ist die Karte unglaublich gut. Es gibt Karten wie den Nimble Angler, die euch zwei Monster aufs Feld gibt. Diese Karte ist einfach so gut und die wird auch immer gut sein. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass diese Karte irgendwann wirklich auf Null geht, wenn halt noch mehr Monster kommen, die wirklich mehr Effekte triggern. Wenn ich darüber nachdenke, wahrscheinlich, also ich hoffe nicht, dass die Karte gemeint wird, weil ich finde die immer ganz cool. Also ich hoffe, dass die Karte nicht gemeint wird, weil ich finde die eigentlich immer ganz cool. Aber das ist so ein Szenario, weil die halt immer gut sein wird und die wird auch immer besser, weil die mit jedem neuen Set-Release immer mehr Targets bekommt, das dürfen wir nicht vergessen. Wir kriegen in jedem Core-Booster jetzt 100 neue Karten und das können theoretisch halt 40 Monster sein und wenn 40 Monster davon einen Friedhofseffekt haben, haben wir 40 neue Targets für unsere Foolish Burial. Deswegen ist es eine Karte, die immer gut ist und wahrscheinlich sogar immer besser wird. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr noch Karten kennt, die an sich immer gut sind. Dann mache ich vielleicht so eine Art von Video nochmal für euch. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal rein. Ciao, Leute.